Willkommen zu einer weiteren Folge Diablo 3, die Totenbeschwörer. Ja, die Totenbeschwörer. Ich bin auch dabei. Der Ruru. Weiter geht's. Wir brauchen immer das eine Questziel, damit wir dann in diesen überfluteten Tempel kommen. Ja. Dann haben wir schon wieder Gegner. Na, wieder. Ja. Da ab. Wenn wir Glück haben, haben wir jetzt einen Kessel, sodass wir nicht herkommen. Ja, ich mache ja schon hier. Das sind. Das schön. Wo wollt ihr denn hier runter? Der hat eine Menge Zeug getroppt. Echt? Ja. Ja, das hat er getroppt. Bist bei dieser Kette. So. Also, der hatte bei mir zwei Teile dabei, die besser waren als die, die ich mir geschmiedet hatte. Echt? Ja, bei mir, ja gut, geschmiedet. Ich hab ein Teil gehabt. Und ein paar Edelsteine hat er bei mir noch schön getroppt. Bin ich schon mal, das hatte ich vorher gehabt. Vielleicht nützt dir das was. Und das? Was war denn das? Das? Was noch? Und das. Was noch? Was war das? Ach, das. Gürtel. Hab ich denn noch hingeschmissen? Was hast du hingeschmissen? Einen Gürtel. Oh. Den hast du schon aufgehoben. Hab ich hier schon rausgehoben? Hier das Ding. Muss mir erstmal hier schnell ein bisschen aufräumen. Das ist ein bisschen heftig. Bisschen Platz habe ich ja jetzt. Oh. Damit sollte ich es aufnehmen können. Oh, bist du schon mal da in Action hier? Du willst wen? Wir müssen die Blauen wegmachen. Ja, was denkst du, was ich habe? Mache. Weißt du nicht, was du hast? Level 44, geil. Müssen wir hier rein, bestimmt. Ich gehe von aus, weil es blinkt und leuchtet. Blinkt und leuchtet? Schätz mal, wir sind hier richtig. Also, ja, sieht schon mal gut aus. Oh. Oh, da ist ein Goldner, der muss weg. Die Welt ist eurer überdrüssig. Ja. Angst einflößen bei den Gegnern drin hast, nervt, wenn die dann jedes Mal abhauen.
weiß ich jetzt auch nicht. Kann sein. Ups. Nein. Nacht umfängt euch. Bleib hier. 45. Hey, Leute. Ist immer noch keine Ruhe hier. Ah, hier ist noch einer. Hä? Warte, ich darf zurück. Guck jetzt. War das jetzt alles? Ich glaube ja. Oh. Das ist ich bin so sicher, dass wir die Fallen überwinden könnten, die die Urahnen für Grabräuber aufgestellt hatten. Aber die Leichen meiner Freunde zeugen davon, wie töricht unsere Arroganz war. Ich werde auch bald sterben. Unsere Gier war unser Untergang. Hast du dem nicht zugehört? Ja doch. War doch vorbei. Jetzt gerade erst. Die waren wir schon mal. Mal. Und dann geht's jetzt in diesen überfluteten Tempel rein. Denke ich mal schon. Ach, wieder richtig schön mit dir Diablo zu suchten. Oh. Guck mal, da blinkt was. Ja, da muss man eins abliefern. Warum renne ich überhaupt hinterher? Der Tempel steht euch offen. Ich geh ein und besiegt die Wächter im Inneren. Okay. Wenn sie meine Brüder sind, werden sie euch dennoch nach dem Leben trachten. Oh, das können wir zu Genüge. Das will irgendwie jeder bei uns, oder? Ja, ja. Guck mal da. Fröhliches Geschnetzel. Warum nicht? Nein. Nicht genug Essenz. Ja, wo denn? Ach, hier noch einer. Noch ein paar. Was hört ihr auf? Meinst du? Na, erst der Typ, dann holt er noch drei andere. Ich komme irgendwie verarscht vor. Opis, wir gehen ohne Bete auf den gleichen Gegner drauf. Ja, da kann ich dann gehen mal hier auf. Nicht genug Essenz. Ja.
sag ja, das läuft ja schneller. Ja, aber im Endeffekt ist das ja echt hart. So. Ah, ich hänge. Wie, du hängst? Hier müssen wir hin. Ich weiß, aber hier war noch eine tote Leiche. War da aber nichts, was drin. Hat ein Buch. Boah, weh. Oh, der Weltenstein wurde verändert. Unsere Kinder kommen schwach zur Welt und erreichen kein hohes Alter. Die Dämonin Nereza versprach, ihre Macht wiederherzustellen. Doch hat sie sie stattdessen in missgestaltete Geschöpfe verwandelt und sie gegen uns in den Krieg geschickt. Vielleicht sterben wir, aber nicht, bevor wir sie zurück in die brennenden Höllen geschickt haben. Habt ihr noch was hingelegt? Ich versuche mal das. Was hast du mir jetzt hingelegt? Mein Helm. Mein Inventar, Junge, platzt schon aus den Nähten. Los, komm, sprech mal an. Eure Stärke kann sich mit der unserer stärksten Helden messen. Was denkt ihr nun, was ihr seid? Götter. Ihr Götter. Betretet nun unser größtes Heiligtum. Der edle Held hat sich bis hierher durchgekämpft, nur um zu sterben. Ihr irrt euch wieder einmal. Und wen hast du da mitgebracht? Sorgst du dir, du Petz. Ich spüre Macht in ihr. Aber das spielt keine Rolle. Deine Mutter wird schon bald dein Schicksal tragen, meine Kleine. Das Bruchstück gehört mir. Tränkt diesen Tempel mit ihrem Blut! Liebe sie damit. Meine Mutter wird mein Schicksal teilen. Könnte meine Mutter nach all diesen Jahren am Leben sein? Sie hat allen Grund, uns zu täuschen. Leiht diese Hexe kein Ohr. Dieser Kampf war zu leicht. Sie spielt mit uns. Wir müssen sofort zurück zu Onkel Deckard. Jo, gut. Voll. Da ist so dermaßen voll. Bist du ein Messi? Nee. Glaubst du ein Messi? Was denkst du, warum ich ja jetzt was rausschmeiße? Ist so unnötig, was du jetzt rausschmeißt. Warum? Du müsst doch eh zurück in der Stadt. Ja, ich schon, ja. Ach, ist ja, ich scheiß drauf. Also reisen wir jetzt zurück. Ne? Da müssen wir ja. Ich muss zurückkehren. Stimmt ja, man kann es so verkaufen. So, gucken wir mal. Erstmal reparieren. Zack. Jetzt kann ich mal ruhen, mal erstmal schauen hier, was die überhaupt hier Phase ist. Erstmal aussortieren. Weg. Das wird schon auch schwierig. So, dann noch da, das rein und dann passt das wieder. Ich würde den mal anquatschen. Was, bist du schon unter Fertig oder was? Nein, geht ja. Klar. Ich bin noch nie hier. Warte mal. Klar, auch sind du? Ja, du hast mal alles rausgeschmissen, ne? Nö. Nö? Nö. Irgendwie glaube ich ja. Ich habe sogar das aufgehoben, was du weggeschmissen hast, weil ich es verwertet habe. Ach, deswegen darfst du nicht mehr da. Okay. Schaffst du es? Nö. Schaffst du es? Noch nicht. Schaffst du es? Warte, muss ich mal überlegen. Nein, noch nicht. Kann ich jetzt dann quatschen? Nein. Warum denn nicht? Weil ich jetzt hier noch guck. Weißt du wie? Wenn ich guck. Bringt doch sowieso nichts, du siehst doch nichts.
Ich sehe nichts, meinst du? Ja. Was nur, da oder nein? Na, du siehst nichts. Ich sehe nichts. Du hast noch nie was gesehen. Nicht? Warum nicht? Ne. Das ist doch nicht. Ich hatte doch ja was. Hä? Wo ist es hin? Ach, ist weg. Siehst du? Ja. Siehst du? Siehst du was? War das kurz Prozess. Zack, zack, zack. Nee, das nicht. So. Was nu? Oh, Mist. Na, was denn? Irgendwann steht noch drinne, Rohr zieht das IP voll in die Länge. Nein, mach ich nicht. Ich schmeiß noch was in meine Kiste. Zack. Ich sag, ist das drin? Ach, also ich schmeiß das dann weiß irgendwann ich das offline irgendwie in die Tonne und dann. Du wolltest letztens schon offline dich ausrüsten, neu hast du auch nicht gemacht. Das weiß ich aber auch nicht, warum. So, fertig. Warum du es nicht gemacht hast, weil du faul bist. So, Kiste leer und ja. Bestimmt das Beste. Das zweite Stück ist in Sicherheit, aber ich weiß nicht, wo sich das letzte befindet. Ich erinnere mich an ein Leuchten, das auf ein Fischerdorf zuraste. Das muss Wertham sein. Ah, brillant, liebe Lea. Lasst euch vom Fährmann übersetzen. Hey! Ich habe auch vergessen, da verdrückt. Wieso? Ich habe meinen Geist so ein Diener und einen großen Mitkämpfer. Jetzt ist mein gesamtes Mana weg. Das ist kacke. Ich suche jemanden, der mich ans andere Ufer nach Wertham übersetzen kann. Ich werde euch übersetzen. Aber seht euch vor. Aus dem Dorf steigt kaum eine Grillfäde. Meinst du? Sie zerstören die Stadt. Flieht, so lange ihr noch könnt. Hast du dir gesagt, Grillfäde? Denen, die sich der Macht des dunklen Zirkels widersetzen. Wir sind zu spät. Nicht unbedingt. Unsere Feinde sind doch gemein. Hast du mitgekriegt? Was? Was der aus dem Buch gesagt hat. Was meinst du jetzt? Wir müssen in die Kapelle. Ja, und? Was sind du da hinten? Ja. Immer noch? Ja. Dann kann man doch gar nicht rauf. Da war doch noch Gegner. Wie hier, Beispiel. Ich benötige Essenz. Da habe ich ein bisschen zu uns gehen. Hast dich verskillt oder was? Kein Sinn. Ja, der große Dino ist aber gar nicht mein Schlecht, aber mir das Schwert nicht vorenthalten. Das ist gar nicht gut. Meine Diener werden diese Stadt in Schutt und Asche legen. Oh, hier. Was? Ein Gold noch. Lila noch, besser gesagt. Ich bin schon dran. Thank you.
erzählen? Ist schön geflogen. Ja, ja. Ich bin Stufe 6. Bevor wir den anquatschen, würde ich mich gerne hier noch ein bisschen umgucken. Du bist nicht. Du willst hier umgucken, hier hoch oder was? Hier ist nur ein Tor. Okay. Dann müssen wir ihn doch jetzt anquatschen. Bei einer Sache könntet ihr mir behilflich sein. Ich suche nach dem Bruchstück eines Schwertes. Habt ihr es gesehen? Wir haben es vor Tagen gefunden. Ich wünschte, wir hätten es niemals hergebracht. Kommt mit. Ich habe Virgil zurückgelassen, um es zu bewachen. Wir sind froh, es loszuwerden. Ich gehe zurück nach Tristram, um zu sehen, wie es Onkel Deckard geht. Okay. Bye bye, Leo. Wo muss man nochmal hin? Ach, hier rein. Puh, Gold! Noch mehr Gold! Während du hier den Helden gespielt hast, habe ich alle drei Schwerteile und deine Freunde in meine Gewalt gebracht. Ich werde dem ein Ende bereiten. Neu Tristram! Ne? Ach so, ja. Rein? Ja. Eigentlich, also hier hat es geleuchtet gehabt. Ja, und dann du? Okay, in Ordnung. Okay. Bist du noch da drin? Ja, wieso komme ich nicht raus? Jetzt geht's raus, hä? Ich hab drauf gedrückt, nicht und nichts ging. Komisch. Ist komisch. Da drüben! Na eben, gehen wir hier und ja, ein Haus. Ja. Ja, annehmen. Ah, mach mal platt, die Olle. Es liegt an dir, Kane. Nutze deine horadrischen Künste, um das Schwert zu reparieren, oder Lea wird einen schrecklichen Tod sterben. All dieser Schmerz, all diese Zerstörung. Was wollt ihr überhaupt mit dem Schwert? Ich will damit gar nichts. Meinem Meister Belial jedoch bedeutet es alles. Onkel! Deine Wut ist überwältigend, Mädchen. Diese Runde habt ihr gewonnen. Aber wenn ich das Schwert nicht haben kann, nehme ich mir einfach den, an den es gebunden ist. Am Ende wird die Klinge doch mir gehören. Onkel, du darfst nicht sterben. Das kann niemand mehr verhindern. Aber es gibt noch eine Sache, die ich zu tun habe. Das Schwert muss wieder zusammengefügt werden. Oh, ganz wie ich vermutet habe, das Schwert stammt aus den hohen Himmeln. Der Fremde ist ein Engel. Achtet auf das Tagebuch. Die Wahrheit befindet sich darin. Deckard. Okay. Da wollte ich mal sagen, das war's mal für heute. Wer war dran, du oder ich? Weiß ich jetzt nicht. Ja, dann mache ich's. Also, bis denn, bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss.